Wie finde ich heraus, wer wirklich der Entscheider ist? Wer wirklich der Entscheider ist, ist vielleicht die allerwichtigste Frage im Vertrieb. Und da werden die meisten Fehler gemacht. Niemand hat ja leider in seinem Personalausweis eingetragen, ob er jetzt Entscheider ist oder nicht. Und deswegen können wir das auch nur sehr unzureichend feststellen. Manchmal ist man Entscheider in dem einen Projekt, in dem einen Fall, im anderen Fall aber nicht. Und das wirklich für jede Aufgabenstellung präzise und gründlich herauszufinden, ist vielleicht die wichtigste und schwierigste Aufgabe im Vertrieb. Und wie das genau geht, das erkläre ich dir gleich. Wie finde ich heraus, wer wirklich der Entscheider ist? Naja, das ist vielleicht eine der wichtigsten Fragestellungen und auch die wichtigste Eigenschaft, die wichtigste Fähigkeit, die Verkäufer mitbringen dürfen im B2B, nämlich genau diese Frage zu beantworten. Und wahrscheinlich kann man sie nicht 100% und immer mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten, aber es gibt ein paar Ideen, wie man da besser wird. Und ich schlage eine Methodik vor, wo vier Arten von Kontaktpersonen gesucht und eingeordnet werden. Also das heißt, wenn wir mit Personen beim Kunden Kontakt haben, dann überlegen wir uns ganz genau, welche Rolle, welche Funktion diese Person möglicherweise in der Realität einnimmt. Und da biete ich diese vier möglichen ja, Bezeichnungen, Rollen, wie auch immer an. Fangen wir mal an mit dem Empfehler oder der Empfehlerin. Das ist jemand, der interessiert sich für den Nutzen, kann aber nicht entscheiden. Also das heißt, das ist jemand, der dem Entscheider zum Verwechseln ähnlich sieht, aber eben nicht tatsächlich entscheiden kann. Relativ häufig sind das die Personen, die als erstes Kontakt aufnehmen mit einem Verkäufer für eine Investitionsentscheidung. Also das heißt, das sind diejenigen, die melden sich als erstes und die dann auch eine Beziehung aufbauen zum Verkäufer. Für Verkäufer ist es nachteilig, weil sie sich an diesen Menschen gewöhnen und vergessen, herauszufinden, was der Entscheider wirklich will. Also der Empfehler ist jemand, der seine Arbeitsumgebung verbessern will, der auch wirklich Interesse hat, etwas zu verbessern im Unternehmen. Aber er ist eben jemand oder sie ist jemand, die nicht in der Lage ist, dann tatsächlich auch selbst die Entscheidung zu treffen. Tja. Und dann haben wir den Beeinflusser. Der Beeinflusser ist jemand, der völlig anders tickt als der Empfehler. Der Beeinflusser ist jemand, der hat die Aufgabe, verschiedene Angebote, verschiedene Hersteller, verschiedene Produkte zu testen und zu bewerten. Also das heißt, der ist jemand, der hat eine meistens lange Liste, eine Tabelle vor sich, wo er Häkchen macht und wo er sagt, ja, Voraussetzung ist erfüllt oder Messwert X ist so und so hoch, damit er nachher in Ruhe vergleichen kann und vielleicht bestimmte Bewertungen hinter die einzelnen Punkte legt und dann sagen kann, Anbieter A hat so und so viele Punkte, Anbieter B hat so und so viele Punkte und deswegen ist B besser als A oder umgekehrt. Wir können uns das so vorstellen, wie jemand, der vielleicht Autos testet bei Automotorsport oder in irgendeiner anderen Testzeitschrift und dann vergleichsweise Produkte, nehmen wir mal so eine Mittelklasse Audi, BMW und Daimler, gegeneinander testet und dann wird getestet, wie groß ist der Kofferraum und wie ist die Beschleunigung im unteren Bereich und wie ist die Innenraumlautstärke bei 90 Stundenkilometer und solche Dinge. Die werden akribisch gemessen. Und dann über eine Punktevergabe gibt es dann Punkte und am Ende hat einer mehr oder weniger Punkte. Das ist ganz typisch für den Beeinflusser. Und wenn wir uns mal vorstellen, jetzt nehmen wir mal das Autobeispiel und wir sind jetzt Entscheider, dann haben wir natürlich die freie Wahl, ob wir uns jetzt diesen Empfehlungen unterwerfen und tatsächlich genau das Fahrzeug kaufen, das die meisten Punkte hat. Aber wir können auch unsere eigenen Bewertungskriterien anlegen und werden vielleicht dann im einen oder anderen Fall völlig anders entscheiden als das, was der Beeinflusser uns vorgibt. Der Entscheider ist nämlich verantwortlich für den Return on Invest. Autobeispiel, wir sind dafür verantwortlich, weil wir müssen ja dann mal ein paar Jahre drin sitzen in diesem Auto. Und so ähnlich ist es auch im Business. Der Entscheider ist derjenige, der das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag im Kopf hat. Also der interessiert sich für den Return on Invest, was so viel heißt wie,
Er möchte gerne sicherstellen, dass er für sein gutes Geld auch gute Leistungen bekommt und schaut sich genau an, was da passiert. Manche Menschen denken, es gibt mehrere Entscheider. Ich persönlich bin der Meinung, nee, es gibt nur einen. Und der eine Entscheider ist derjenige, der nachher verantwortlich ist. Also auch wenn es in einem Gremium in Anführungsstrichen entschieden wird, wo vielleicht alle abstimmen dürfen, am Ende ist einer verantwortlich und das ist der Entscheider. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Gremium entlassen wurde für eine Fehlentscheidung. Also der Entscheider weiß, dass er ein Risiko eingeht, er möchte aber dieses Risiko reduzieren und er oder sie ist die richtige Person für den Verkäufer. Wir müssen uns darauf konzentrieren, mit genau dieser Person zu sprechen. Manchmal gibt es vor allem in größeren Organisationen noch den Abzeichner. Das ist jemand, der kommt erst auf den Plan, wenn die Entscheidung tatsächlich getroffen ist. Und das macht ihn für den Verkäufer unerreichbar. Der möchte nämlich vorher nicht mit uns sprechen. Es könnte ein Rechtsausschuss sein, es könnte ein Betriebsrat sein, das könnte der Seniorchef sein in einem mittelständischen Unternehmen, das könnte ein höhergestellter Vorgesetzter in einem Konzern sein. Also das können Leute sein, die für uns nicht wirklich erreichbar sind, die dann vielleicht auch formal nochmal eine Unterschrift leisten müssen, damit es überhaupt weitergeht. Und diese Leute sind ein Restrisiko. Wir erreichen sie nämlich nicht als Verkäufer. Aber es wäre gut, wenn wir wissen, wie sie ticken. Und da kann uns natürlich der Entscheider auch dabei helfen. Hier nochmal die vier Kontaktpersonen im Überblick. Der wichtigste ist der Entscheider. Wir wollen an den Entscheider ran, um zu verstehen, was soll denn tatsächlich am Ende geschehen? Was ist denn das Wozu dieser Investition? Was möchte der Entscheider erreichen? Wir haben meistens zunächst Kontakt mit Beeinflussern und oder Empfehlern. Das ist nicht wirklich hilfreich für den Verkäufer. Wir können den Kontakt zum Empfehler nutzen, um noch besser zu verstehen. Der wird auch gerne mit uns sprechen. Der wird uns vielleicht auch Hintergründe erklären, die wir auf andere Weise nicht mehr erfahren können. Der Beeinflusser ist schwierig für uns, weil der will eigentlich nur nackte Informationen und wird uns auch nur auf diese nackten Informationen hin bewerten. Er wird sich daran stören, wenn wir versuchen, ihn zu beeinflussen, weil er gerne neutral und richtig unbeeinflusst arbeiten möchte. Und wenn wir vom Entscheider erfahren, dass es einen Abzeichner gibt, dann sollten wir auch vom Entscheider die Information bekommen, was der prüfen wird, was für ihn wichtig ist, damit wir unser Angebot entsprechend gestalten können und eben sicherstellen, dass wir da keine Punkte reinnehmen in das Angebot, die vielleicht nicht passen oder irrelevant sind. Ja, das sind die vier Arten von Kontaktpersonen. Es stellt sich die Frage, wie unterscheiden wir Abzeichner von Entscheider? Naja, der Entscheider hat mehrere Alternativen. Der Abzeichner schaut sich nur noch eine letzte Alternative an. Wie unterscheiden wir Beeinflusser von Entscheider? Der Entscheider interessiert sich für das Ergebnis. Der Beeinflusser interessiert sich für Fakten. Das ist da der Unterschied. Wie unterscheiden wir Entscheider und Empfehler? Der Empfehler und der Entscheider sind sehr ähnlich hinsichtlich ihrer Interessen, aber nur der Entscheider kann tatsächlich entscheiden. Was ist eine gute Frage, um rauszufinden, ob man es tatsächlich mit dem Entscheider zu tun hat? Ganz einfach, die Formulierung lautet: Wie ist denn bei Ihnen im Hause in diesem Fall der Ablauf der Entscheidungsfindung? Wie ist denn bei Ihnen im Hause in diesem Fall der Ablauf der Entscheidungsfindung? Vielleicht muss man die Frage auch mehrmals stellen, wenn man beim ersten Mal noch keine gute Antwort bekommt. Aber am Ende wird man dadurch herausfinden, wer ist wirklich der Entscheider. Wenn es noch Interesse gibt, weitere Informationen tiefergehend einzusteigen in diese Fragestellung, einfach auf stephanheinrich.com/fragen. Da gibt es Arbeitsblätter und weitere Informationen. Und nächste Woche beschäftigen wir uns dann schon mit der nächsten spannenden